Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Teil 1. So, wir haben uns die Vorstellung im Kino oder im Theater angeschaut und sollen jetzt hier eine Zusammenarbeit mit ihm leisten, indem wir die Fotos da aufhängen. Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Ja, das ist Fitzpatrick. Von all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, kleine Mutter. Mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt die nächsten drei finden dafür. Jetzt haben wir alle Waffen. Sehr gut. Lautlos mit töten, das ist natürlich nicht schlecht. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Poseidon Plaza. $62 nur, okay. Ich kann deinen Atem sehen. Ist das so? So, wir machen erstmal hier ein bisschen Feuer. Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Ja, dann suchen wir mal diesen Eismann auf. Also wir können hier jetzt Poseidon Plaza oder wir folgen diesem komischen Kerl, der da gerade gewesen ist. Sehr schön. Sollte die Gegner hier am besten zerhauen, oder? Jetzt habe ich meinen eigenen Bot zerhauen. Oh, was ist jetzt passiert? Der ich Eismann schätze, hat der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Gar nicht gesehen, wer Finnegan war. Ich fühle mich
Das ist ein Nitro-Splicer, der ist schon mal nicht. Ein bisschen Armbrust-Money. Ah, hier, das ist er. Finnegan. Frozen Field, eine neue Fähigkeit. Lasse deine Gegner mit Frozen Field in die Kälte stehen. Jo. Photographer Eye 2, Körperpanzerung. Nö. Das machen wir nicht. So, ich muss den noch fotografieren. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Ja, gleich. Erstmal gucken, wo es hier noch. Ach so, wir müssen da sowieso noch rein, ne? Ja, komm, dann setzen wir es erstmal ein. Wir müssen bestimmt danach wieder dahin. Hin, Kleiner. Ich muss dich doch fotografieren. So, ich hoffe, dass das die letzte ist. Oh, jetzt habe ich den Bouncer erwischt. Gehen wir mal Panzerbrecher und Pistolen-Money. Während der gegen den kämpft. Aua! Aua! Renn! Renn! Wieso bist du denn hier so am Kriechen, du Honk? Keine Muni mehr in der drin. Dann gehen wir jetzt mal auf den da. Hey! Auf den da! Sehr gut. Oh nein, der ist nicht down. Jetzt aber. Ja. Ja, Bouncer ist schon stärker. Also eine neue Big Daddy Art ist das. Danke, da freue ich mich drauf. Da. Die krabbelt weg. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Niemals, Sender. Nice. Das hat sich gelohnt. Schön. So, jetzt müssen wir nach oben und schauen, was die kleinen Little Sisters uns hinterlassen haben. Wo war das denn nochmal? Irgendwo hier oben. Ah, da. Sehr schön. 200 Adam. Hypnotized Big Daddy Stufe 2 und 4 Verbandskästen. So, verleiht unheilige Kräfte, ein weiterer Plasmid-Slot, Körpertonikum-Slot, Kampftonikum.
macht sie stärker und mächtiger. Dann muss ich gerade mal gucken, wie sieht das denn jetzt hier aus? Kann ich so gar nicht sehen, ne? Oder? Nö. Schlecht. Gesundheitsupgrade ist natürlich nicht schlecht. Kann also nie schaden. Sollten wir mal nehmen. Eve Upgrade. Brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Schalte ein Kampftonikum frei. So, was haben wir denn hier? Zu suchen ist seltsam, ich kann es nochmal suchen, will ich nicht. Bist du unsichtbar? Sie bewegen und schwingen die Rohrzange schneller. Das haben wir schon als Plus drin. Brauchen länger, um dich zu erspähen, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, das nehmen wir. Ein Kampftonikum. Rohrzangenschaden. Elektrischen Schlag gibst du ab, wenn Feinde in der Nähe sind. Ist nicht schlecht. Erhöht die Forschungspunkte, die beim Fotografieren erzielt werden. Sie nehmen weniger Schaden durch Kälte und können Gegner gefrieren lassen. Das Gute ist halt, dass wir weniger Schaden durch Kälte nehmen. Deswegen nehmen wir das mal rein. So. Plasmid-Slot und Eve-Upgrade wäre noch möglich. Dass ich am Anfang diesen einen falsch gesetzt habe. Zusätzliche Gesundheit. Schaden, den du spotzen kannst, zufügst. Range Lurker dämpft deine Schritte und hört die Ahnung Gegner massiv den Schaden durch Nahkampfangriff. Verringert Dauer von Kameraalarm. Okay. Vending Expert. Verringert die Preise an Verkaufsautomaten. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber wir haben sowieso immer zu viel Geld. Wir brauchen weniger Eve. Weniger Schaden durch Feuer. Hacking Experte 2. Naja, das war doch schon ordentlich. Und wir nehmen rein. Ich würde sagen, wieder das hier. Wir könnten natürlich jetzt ein paar Big Daddies aufsuchen. Es sind ja noch zwei Stück hier drin. Und die versuchen kalt zu machen. Töte Silas Cobb und töte Hector Rodriguez. Nehmen wir mal Silas Cobb. Cohn will, dass du Silas Cobb findest und die Niewigen seines Meisterwerks tötest. Cobb war früher oft in einem Laden namens Retcher Records im Poseidon Plaza. Du wirst den Flegel wahrscheinlich eher hören als sehen. Gut, suchen wir ihn mal auf. Poseidon Plaza. Das ist eine feine Sache. Da hacken wir uns gerade mal durch. Wir müssen oben rum raus. Na, ah, zugebaut. Super. Toll. Muss ich direkt den ersten ändern. Ja, die Maschine hat einen Kurzschluss. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja, versuchen wir es nochmal. Geht's hier raus? Okay, wir können hier lang schon mal. Das ist schon mal gut. Wir brauchen jemanden, der von oben kommt. Nein, der hätte dann gerade nehmen. Ich bin so dämlich. So, jetzt wird's automatisch gehackt. Irgendwas haut mich von hinten. Kontaktmine. Bolzen, Splittergranate, ein paar Splittergranaten für Big Daddy.
Ja. Nehmen wir mal zwei mit, würde ich sagen. So, wer ärgert mich denn hier? Fand ich gar nicht lustig, hier von hinten kaputt zu hauen. Wo willst du hin, Schätzchen? Was, was? Wo? Ah, da oben. Verdammt! Renn nicht so! Nein, 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 nein! Ich hab mich erst warm gemacht! Verkompliziert! Tja, das ist ja wie Tontorben schießen. Du kannst nicht mehr Verbandskästen mitnehmen. Okay, dann nehmen wir gerade mal einen. So. Oh, ich höre einen Big Daddy. Da sind Pfeile drin. Was geht hier vor sich? Daddy, wo bist du? Ich höre dich. Könnte sein, dass die unter uns sind. Ah, hier ist noch zu. Okay. Ah. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Haben wir noch welche davon? Nein. Also müssen wir 6 davon nehmen. Erstmal fotografieren wir die Little Sister hier. Wir wollen nämlich mehr Adam erlangen. Bouncer will ich doch gar nicht. Ich will die Little Sister. Kein Punkt. Sehr schön. Erhöht massiv den Schaden durch die Rohrzange. Nutzlos. So. Das war's. Dann legen wir mal los. Oh, 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 oh. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Gehst du hin? Keine Muni mehr drin. Oh, hat's mich zerlegt. Ja, ja, Unfall. Wo ist die Little Sister? Verdammte Hacke. Ich konnte sie nicht retten. Mist. Ich hoffe, die ist da jetzt noch. Schwein gehabt. Tut mir leid. Neuer Versuch. Danke. Danke. Was? Wo bist du? Und wir waren gerade kurz. Da bist du. So, den Bouncer da hinten fotografieren wir mal. Jetzt gleich bestimmt die nächste Little Sister. Ah, da war direkt auch was, was ich ausschalten konnte. Also ein der Alarme. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.